Politikerin. Ich habe die Aufgabe, die Rahmenbedingungen der aktuellen gesellschaftlichen Situation anzupassen. Ja. Mir hat alles gefallen. Ich war immer unterwegs. Und ich bin auf jedem Tanz, wenn es mir noch etwas tanzen geht, nicht dabei. Ich bin ihm sehr ähnlich. Er attestiert mich auch Außenstehende von der Art, von der kommunikativen Art her. Und ich denke, in diesem Bereich werde ich sicher sehr ähnlich machen. Wenn es die Aktionärinnen und Aktionäre abgesegnet haben. Das ist nämlich nichts anderes wie die Abzockerinitiative. Vor dem Spiel war eigentlich auch klar, wer sich gut fühlt, das sollte sie dann halt machen. Und, ich habe den Ball genommen, dass ich reingehauen. Es ist natürlich umso schöner, dass wir jetzt mit dem eine Runde weiterkommen. Wie gesagt worden, aus einer Betroffenheit heraus, da gibt natürlich immer mehr Glaubwürdigkeit, als wenn man einfach das Gefühl hat, ja, der hat jetzt irgendwie ein persönliches Interesse. Ich wohne selber in einer Stadt, die jetzt so ein islamisches Zentrum mit Minarett sollte gebaut werden. In Wil, oder? In St. Gallen. Da gibt es auch grossen Widerstand. Das sind jetzt die ersten Leute, die wegziehen. Vor allem eben extreme Leute fühlen sich angezogen, ziehen dort hin. Und so entstehen Ghettos, so entstehen Stadtquartiere, wo man so nicht will, wo eigene Gesetze gelten. Hast du gewusst, Mike, dass in Wil schon eigene Gesetze gelten? Habe ich nicht gewusst. Dass es nur noch Terroristen dort hat und die Bevölkerung schon weggezogen ist? Das habe ich nicht gewusst. Wobei, ich auch nicht. Ich verstehe natürlich, ich meine, in Wil hat es immer schon Extremisten gegeben. Sonst wäre ja der Lukas Reimann nicht in den Nationalrat gewählt worden. Ich vermute natürlich auch, dass es eben in Wil schon wahnsinnig viele Minarette gibt. Und Sie wissen das, was wir jeweils da machen. Wir bieten den Service für den Stimmbürger immer da in unserer Sendung. Vor ein paar Wochen haben wir einen sogenannten Minarettzeller Schweiz gehabt. Wir haben jetzt das hochtechnisierte Gerät eingesetzt in Wil selber. Das heisst, wir zählen jetzt die Anzahl der Minarette in Wil, wenn man vielleicht im Rechenzentrum könnte das ablassen. Er rechnet jetzt und in Wil hat es also die Anzahl der Minarette Null! Du siehst null. Doch schon null Minarette! Es ist knapp null! Ja. Wahrscheinlich abgerundet! Ja, genau. Und wissen Sie, manchmal sind eben die Null haben eine größere Bedeutung als man meint. Ja. Das sieht man schon am Lukas Reimann, oder? Ja. Absolut! Das ist ganz klar. Also, was mich hier beim Wahlkampf, wo Sie ja an vorderster Stelle geführt haben, am meisten beeindruckt hat, ist, wo Sie geschildert haben, wie das in Wil, St. Gallen aussieht. Wie dort die Taliban fängt das ganze Wil übernommen haben und ganze Bevölkerungskreise müssen ausreisen. Wir haben ja dann Bilder gezeigt, oder? Also, das hat ja Grauen in Wil, St. Gallen, oder? Und Sie haben Erfolg gehabt mit dieser Initiative und prompt nach 3 Tagen nach dieser Initiative hat Wil St. Gallen so ausgesehen. Hey, also, muss ich also sagen, Sie sind der Winnertyp da natürlich, total. Darum sage ich auch auf St. Gallen oder auf Wil zügeln. Aber das Gute ist natürlich, wir haben sehr attraktive Konkurrenz bekommen in Wil. Also die Extremisten, die sind jetzt alle auf Biel gezügelt. Oh, oder auf Langenthal, wo jetzt Minarett gleich gebaut wird, trotz dem Volksentscheid. Aber bei uns ist es wirklich fast so wie der zweite Bilder. Und die sind alle von Wil, St. Gallen auf Langenthal gezügelt? Nein, auf Biel. Auf Biel. Es ist einfach komisch, und dass die Extremisten in Biel, die von Wil kommen, dass die reden unhure Berndeutsch. Das tut mir oder das, wie Google Street View schafft. Wir nehmen zum Beispiel irgendein Beispiel, ein Alltagsfahrzeug in Wil, St. Gallen, oder? Da muss man natürlich schauen, dass die Nummer sofort verpixelt wird, oder? Das ist ganz wichtig. Das ist die freiwillige Feuerwehr von Wil, St. Gallen. BDP. Die hat wirklich Gas gegeben, und zwar in Wil, St. Gallen, haben die eine Wahlveranstaltung durchgeführt, die also wahnsinnig ist. Schaut mal. Los mal, Mike, es ist ja so, in Zürich ist es einfach schwieriger zum Fahren. Zürich sieht ganz anders aus, oder? Zum Beispiel. Sieht so aus, Zürich, das ist komplett etwas anderes, als wenn du, sagen wir mal, in Wil, St. Gallen fährst, oder? Dort... Ja, natürlich. Ja, das ist... Du siehst doch den Unterschied.
durchgekoppelt. Wir müssen hier auch ein bisschen Selbstkritik zulassen in der Schweiz. Oder? Es gibt natürlich in der Schweiz Gebiete, Tourismusverbände, einzelne, die einfach ihre Leute nicht gut ausbilden. Zum Beispiel die drei Fremdenführer vom Tourismusverein Wiel, St. Gallen, die vergreifen sich einfach immer wieder im Ton.